Das war ein schöner Treffer. In einer halben Minute war's das. Soll das etwa schon alles gewesen sein? Den richtigen Moment und dann push, okay? Geh voll drauf und beende den Kampf. Sauber, gute Arbeit. Gute Kombo, Junge! Weiter so! 30 Sekunden noch! Made a lot of money, think it's time for a vacation. Every day I wake up thinking, goddamn, I just made it. Yeah, I don't f*** with fake, so I just put them in the basement. Ladies really love me, is it clout or just some money? People hit my thoughts and I just think it's really funny. Yeah, told you so. Took too many, my overdose. Yeah, told you so. Why you gotta be so emotional? Yeah, told you so. Took too many, my overdose. Yeah, told you so. Why you gotta be so emotional? Yeah, back. Can you back it up? Yeah, I mix it up.
Yeah, I told you so. Took too many, my overdose. Yeah, yeah. Grapple, ich will mir mal deine Technik ansehen. Vielleicht geht da ja noch was. Fetter Takedown, Junge! Sau stark, Mann! Genau so will ich das sehen von dir! Die Kombo war super! Gut gemacht! A whole blush, back of the tour bus, getting caught up, D-square, got on de-stressed, got a hand wash, new racks with the old Nikes in the shoebox, keep my stripes, no cuffs, pull up in a new plate, and she might just, she went trying to move bait, when her eyes locked, new tints on her coupe, that's a head loss, off my whites, right my wrongs, Gucci my mum, why you did all your thumbs, love my song, this is gonna get long, love my green, I'm trying to get strong, trying to get on, where I'm from, it's fun, yes, and don't take no dumb threats. They see funds, they hop fence. We been up, not up, next. Don't rush, slow touch, brown and white. I can go country, grab and buy. We can go bust, eye for eye. We can lose trust, white rum, fizzy pop. Where you then go up, catch my vibe. Let me go off, blam the trash, man it's so tough. Deine Submissions müssen besser werden. Arbeiten wir an deinem Jiu-Jitsu, okay? Klasse, Junge! I feel like Carson Wentz, I got the wisdom if I sit the bench, I got a funny feeling that's falling. Boy, still the coldest. This the moment I come different, yo. Yeah, big for long, no monkey business. Can't hate in them, it's no. Shout out to women in Cape Town. Africa's always a great time. Donald said all of us live in us. I tell them dummy go to Lagos. All you like to play tough. You really hating cause your pay stuff. Philly women really chilling with me now. I really can't stop San John. The double MD is back, mo. Sneaking with Fat Boy. See, they can sleep on my raps they have. But who really, really can? Young, blow on, bitch. Spin a million, make back.
Whoa. Made enough off the old hustle. I don't even got a rap. Whoa. Grinding, I get it. Stacking, I spin it. You know the routine. You know the routine. Popping the tags, getting the bags. Yeah. You know the routine. Hey. You know the routine. Nah, we living. I ain't got to post it. I ain't even boasting. How many times I gotta tell you about these rising racing ghosts? How many times I gotta tell you that a mob lacotion notion? How many fancy bitches do I got for the love of the culture? Oh Lord, everything culture. Big with a chip on my shoulder. Took it to Vegas. I bet it all at the table at poker. Just look at den Boxsack. Achte auf meine Anweisung, okay? Ja, das wollte ich sehen. Klasse. Los, Bewegung. Eine halbe Minute war's das. Jawohl, klasse. So. Been counting me out, I'm counting my bullets, I'm loading my clips, I'm writing down names, I'm making a list, I'm checking it twice and I'm getting them deep. The real ones been dying, the fake ones is lit, the game is all balanced, I'm better my shit. The Bentley is dirty, my sneakers is dirty, but that's how I like it. I'm all in my bag, as hard as it gets. I do not throw powder, I might take a sip, I might hit the blunt, but I'm liable to trip. I ain't popping no pill, but you do as you wish. I roll with some fiends, I love them to death. I got a few mil, but not all of them rich. What good is the bread if my is broke? What good is first class if my can't sit? That's my just like LeBron, get my chips. Just for the Rolex, right? Watch came from Drizzy, he gave me a gift. Back when the rap game was praying like this, to act like two legends cannot coexist. But I never beef with a for nothing. If I smoke a rapper, it's gonna be legit. It won't be for clout, it won't be for fame. It won't be cause my shit ain't selling the same. It won't be to sell you my latest little sneakers. It won't be cause some slid in my lane. Everything grows, it's destined to change. I love you, little. I'm glad that you came. I hope that you scraped every dollar you came. I hope you know money. Der UFC-Titel im Mittelgewicht steht heute in diesem Kampf auf dem Spiel. Heutzutage viel zu häufig gesagt wird. Ich sage es trotzdem. Er ist einer der ausgewogensten Kämpfer im MMA, die es derzeit gibt. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber auf ihn trifft das einfach zu 100% zu. Er ist in allen Aspekten dieser Sportart einfach ein absoluter Experte und deshalb auch so ein unangenehmer. Er wirkt hier ganz entspannt und das kann er auch sein, denn wenn man solche fantastischen Blockfähigkeiten hat wie er, dann weiß man natürlich, dass der Gegner enorme Probleme haben wird, irgendetwas ins Ziel zu bringen. Der Titelverteidiger auf dem Weg ins Oktagon. Schnelligkeit, das ist sein Spezialgebiet und damit kann er nicht nur immer wieder exzellent ausweichen, sondern auch seine eigenen Angriffe ins Ziel bringen. Da hat es jeder Gegner schwer. Er ist bereit, seinen UFC-Titel im Mittelgewicht zu verteidigen.
Und hier die Profile der beiden Anwärter auf den Titel im Mittelgewicht. Ist natürlich schon ein enormer Altersunterschied zwischen diesen beiden Kämpfern. Und beide mit ähnlicher Größe und Reichweite. Jetzt kommt die offizielle Vorstellung. Hier ist Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And when the action begins, our referee in charge, Herb Dean. And now, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the sold-out United Center in Chicago, Illinois. Championship of the world. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a mixed martial artist holding a professional record of 16 wins, 4 losses. He stands 5 feet 11 inches tall, weighing in at 185 pounds. Fighting out of Glendale, Arizona, USA, presenting the challenger, Jared the Killer Gorilla. Now, introducing the champion, fighting out of the red corner. This man is a kickboxer, holding a professional record of 20 wins, 3 losses. He stands 6 feet 1 inch tall, weighing in at 182 pounds. Fighting out of Austin, Texas, presenting the reigning, defending, undisputed UFC middleweight champion of the world, Walker. All right, this is for the championship. You've been given your instructions in the dressing room. Protect yourself at all times. Follow my instructions. We will have a clean fight. Touch gloves. Ja, schauen Sie sich diese Blicke an. Die sagen alles. Die wollen endlich loslegen. Die können es kaum erwarten. Ready. Er konnte zuletzt seinen Titel so gewinnen, also das war natürlich klasse. Das war überzeugend. Die rechte Gerade kommt nicht an. Sehr schöner Leckkick hier. Und das macht er sehr clever. Dadurch wird jede Aktion seines Gegners etwas schwerfälliger. Treffer, da kam der Punch. Und da ist die Rechte. Da landet sein Kick am Kopf des Gegners. Und der hat gesessen. Erstaunlich, dass er immer noch steht. Starker Kick, aber die Deckung steht. Und da liegt er auf dem Boden. Schöner Kick. Ja, das sehen wir immer wieder und immer wieder von ihm. Ja, er schafft es, sich aufzurichten. Transition in die Hafka. Ja, und er schafft es. Er schafft es erneut, wieder hochzukommen. Voll ins Schwarze. Da täuscht er den Kick ein. Treffer zum Körper, toller Kick. Oh, was für ein Kniestoß zum Körper. Gute Gerade. Der Clinch ist vorbei. Mehr Platz für beide. Er braucht mehr Platz. Er löst sich hier. Exzellenter Jab. Ein übler Kick zum Kopf. Jetzt steckt er richtig in Schwierigkeiten. Der kommt nicht an.
Schöne Kombination. Das sieht super aus. Noch 45 Sekunden in dieser Runde. Den Punch hat geblockt. Klasse, wie er hier diese Treffer setzt. Perfektes Timing. Starke Befreiung aus der Pullman. Da ist seine Gelegenheit zum Ground and Pound. Herrlich aufgerichtet. Ja, gutes Ground and Pound zum Körper. Naja, kommt auch diesmal wieder hoch, aber er hat sich verletzt. Guter Haken, perfekt getimt. Da ist der Kick, wunderbar gemacht, holt sich den Niederschlag. Ein heftiger Kick und das ist der Niederschlag. Ab in Runde 2. Boah, hast du dich. Oha, das Team zur Leber. Jetzt braucht er einen Moment, um sich zu erholen. Er ist jetzt in der Stacked Guard. Schöne Bewegungen auf dem Boden. Er steht wieder. Er wechselt die Auslage. Tiefgekannt gesessen, voll auf den Kopf. Guter Block. Über den Kopf, aber das hält er nicht durch. Ja, da ist der Kick schon da. Und jetzt ist der Fight zu Ende. Unglaublich, wie er seinen Gegner da auf die Bretter geschickt hat. Was für ein K.O. Mit einem schönen K.O. hat er sich also den Sieg geholt in diesem Titelkampf, hier im Mittelgewicht. Und da darf er sich zu Recht freuen. Ladies and gentlemen, referee Herb Deans called the stop for this contest. At 1:10 of round number 2. Going the winner by knockout and still. Jetzt muss er unverrichteter Dinge wieder heimgehen. Nichts war's mit der Bachablösung. Herzlichen Glückwunsch an den alten und neuen UFC-Champion im Mittelgewicht. Zeigen, warum er der unumstrittene Champion im Mittelgewicht ist.